polarisierenden Song geschrieben habe und man kann, also klar, Homophobie-Idioten hassen den Song und sehr viele Leute lieben den Song, aber was ich am härtesten finde, ist, dass Leute so ernsthaft denken, so, das ist Gutmenschentum und ich kann beim Verrecken nichts Gutmenschentum-mäßiges erkennen, wenn man Leute nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, und nur darum geht es in dem Song, darum nicht verurteilt. Also, wenn ihr das hört in eurem Freundes- und Familienkreis, bumm, gleich in die Schnauze hauen. Und am Montag geht der Song und das Video 12 Uhr ungefähr in die Welt raus. Teilt es. Er ist dafür gemacht, dass er geteilt wird. Der Song heißt Der Tag. Gib mir mal ein C. Der Song heißt Der Tag wird kommen. Das gibt's. Nochmal. Das war ich gerade von Wirt. Ich dachte, ich hätte was vergessen, aber habe ich gar nicht. Nochmal. Ah. Und der Tag wird kommen, den wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben, und Toast den hochleben lassen, auf den ersten, der es packt, den mutigsten von allen. Der erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die feiert und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Tag wird still, wie ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen, jeder Fortschritt wurde immer erkannt. Ganz egal wie lange es dauert, was wir vorne kennen. Ich weiß, wird immer erstmal gelingen. Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen. Das ist wirklich unmöglich, ist die Freiheit und Weite. Das ist wirklich unmöglich, um den Stein gemeißelt. Seiner Vortritt, Schluss jetzt mit Feigheit. Geschichte ist Fortschritt und Bewusstsein. Der Feiert wir den aufrechten Gang an. Nicht mehr nirgendwo, nicht mehr die Keulen schwingen, Leute umdrehen, nicht umherstreifen im kleinen Herrn, weil Menschen nicht ewig homophobe Vollidioten bleiben werden. Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Leben durch die Decke schweben, mit dem Kurs den hochleben lassen, auf den ersten, der es macht, den mutigsten von allen. Der erste, der es schafft, wird der Tag sein, in dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Als hätte man gewonnen, jeder Tag wird kommen. Ah, Jugend, leistungslose Bildungsbogen steht. Ein verschwommener Haufen und eine Macht, der den Unterschied. Mit so viel mehr Talent und mit mehr Willen als alle. Oh, das wird mal ein Profi, stolz wussten wir das alle. Du siehst nur 19, Hamburger Auswahl. Bei fast jedem Heimspiel mehrere Scouts. Dann nur eine Frage der Zeit, bis das Angebot kam. Erste Liga, 3 Jahre und mein Traum wurde wahr. Unser Name des Deals, dass wir es krachen lassen wollen. Er sich uns anvertraute und sich nichts ändern sollte. Denn die Einnahmen des Jahres war es längst da. Manche wussten es schon, aus allen egal. Es war uns vollkommen egal, ob das Trail oder Schule war. Wir spielen zusammen seit der ersten Jugend Fußball. Eine Gang, ein Team, ein You Never Walk Alone. So wurde es beigebracht, so wird es jetzt gemacht. Und so, dann wird es mit hin und die große Erleichterung. Und dieser Tag kommt genau den gleichen Grund, weil wir Menschen nicht danach bewerben, wie sie denken, wie es Sex ihre Sache ist, wie es sich versinkt von den Köpfen der Sturm beurteilt zu werden. Von den Köpfen der Sturm beurteilt zu werden und von ihnen einfach verurteilt zu werden. Der Name, sein Traum zog in die fremde Stadt und wir behielten sein Geheimnis, blieb zurück und in Kontakt. Scheiße auffliegt, nicht in Anscheine wecken auf dem Feld. Ja, das Spiel 10 gelbe, 2 rote Karten, die auffallen. Du kennst mich, ich war nie ein unfairer Spieler. Jetzt gelte ich als der Treter der Liga. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man immer eine Maske trägt, wenn man aufpassen muss, wenn man es wie man will. Permanent eigentlich die ganze Zeit Angst und du spielst in dem Mist. Zu gut.
wie du kannst und der sehnliche Wunsch. Die Frage, wie es wäre, ja, ein anderes zu sein. Jetzt mit dieser Karriere, die es ändern könnte, dieses traurige Leben. Für mein Frieden, die erschien, das ist es. Wir waren zusammen im Stadion vor circa 20 Jahren, als die farbige Spiele mit Bananen geworfen haben, dass die Affenlaufe bei jeder Ballberührung. Diese Zeit vorbei, keine glückliche Führung, sondern Fortschritt, Veränderung. Wir sind auf dem Weg, Außenminister, Vorbilder, Rugby-Spieler zeigen, dass es geht. Früher undenkbar, heute normal. Ich wette 90%, es ist egal. Und dann erinnere ich an die Erleichterung, als es raus war, wie dein Herz zersprang, als die Wörter rausgehen. Ich bin das 2 Wochen spannend und der Spuk ist verschwunden und du hättest deinen Frieden gefunden. Ein Bild im Rummel, kein Team, den Alarm. Und der Vertrag, den ich hab, geht so schnell, wie er kam. Das kann keiner absehen, wenn der Sturm losbricht. Und der Sturm wird kommen, ob man will oder nicht. Du bist dann der Erste, der Homo, der Freak. Es gibt dann keinen, der in dir nur noch den Fußballer sieht. Aber ja, es wird besser und der Tag ist in sich. Einer wird es schaffen, aber ich bin es nicht. Thank you.